Hi miteinander und willkommen auf Bergwerk Labs. Ich bin der Fisch da und wir spielen jetzt gleich ein bisschen Tri-Jump und danach machen wir nur ein kleines Special, was ganz zufällig mit dem Ding da zum Tun hat, was da unten rechts im Bild rumflattert. Hihihi, viel Spaß. So, und da sind wir schon in der Runde drin. Wir hopfen da jetzt mal durch. Hoffentlich schnell. Los geht's. Zack. 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 Hopp. Hopp. Schwupp. Die Wupp. Zack. Zack. So, und nachdem irgendjemand, der nicht Fisch da heißt, das Spiel beendet hat und ich mir ein paar Waffen gekauft habe, probiere ich jetzt hier ein bisschen zum Kämpfen. Hui! Ja. Oh ne, da kommt er ja schon wieder. Da muss ich erstmal wegrennen. Ich habe Angst. Ich habe Angst und ich komme zurück. Damit hätte er nicht gerechnet. Jetzt habe ich ihn zweimal. Juhu! Jetzt müssen wir uns mal... Oh, andere kümmern. Ach ne, da ist der schon wieder. Geh doch weg, du. Lass mich doch in Ruhe. Ich habe doch keine Herze. Ach, Mann. Warum sind eigentlich immer alle so schnell hinter mir? Die holen mich alle... Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das ernsthaft nicht. Die holen mich immer alle, wenn ich weggehe. Weg mit deinem Bogen. Pfui. Ich zeig's dir. Pass auf. Zack. Und nochmal einmal. Ja. Hoffentlich sieht mich niemand. Ne, das ist nicht so gut. Aber Schuhe hat er bessere. Ohne Bogen. Und das da. Und das da. So. Der hat bloß noch einen Pfeil, das ist ein bisschen schade. Hat er mal daneben geschossen? Nee, sonst hätten wir den mal Eis sammeln können, aber ich esse mal Schnitzel. Oh, es leben nur zwei. Ah, klingt sich gut gegeneinander geschnitzelt. Oh, da ist einer. Hi! Willkommen im... Man muss immer gucken, ob nicht noch jemand herrennt und... Na, danke. Gut, jetzt gibt es noch geladenes Proton. Ich will bloß geschwind wissen, ob der besser Schwert hat. Nee, hat er nicht. Aua. Na warte. Zack. Jetzt laggt's ein bisschen. Hä? Das war ja jetzt komisch. ND. Das war ein bisschen laggy. Und weil es so schön war, machen wir das Ganze jetzt gleich nochmal und hopfen da nochmal durch. Hoffentlich wieder schnell. Wupp, 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 wupp. So, da haben wir ein bisschen sparsamer einkaufen müssen, aber naja. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ein bisschen kämpfen. Geht der Sag mal, stirb doch jetzt, danke. Und du auch. Bitte. Der hat doch nicht mehr viel, Ich weiß es doch genau, sonst hätte er sich da nicht verstecken. Danke, ich hab ihn gekriegt. Oh, der hat mich gekriegt. Wie komme ich denn da runter? Ich finde es so doof, dass man auf dem... Ist das doof? Ah, das regt mich jedes Mal auf. Was war denn jetzt los? Ach, du bist. Komm schon. Ah, dann kommt nochmal einer her. Tschüss. Das macht einen ja verrückt, macht das. Danke. Danke. Dich krieg ich auch noch. Danke. So, jetzt müssen wir uns mal regenerieren. Essen wir mal einen Apfel. Zur Abwechslung. Lieber mal einen Apfel essen. Sharpness 3 ist besser. Schuhe haben wir keine bessere. Egal. So. Ach, da haben wir noch einen Gegner und der hat nur 3 Leben. Das ist ja super duper. Der hat eine Angel. Na, vergess es doch. Ich kann euch nicht leider, ich Angler. Ich mag euch nicht. Guck mal, wie das nervig ist. Ach, komm. Ja, ND von mir aus. Ach je. Das ist so nervig. Mindestens so nervig wie Bogenschieße. Ja, ja, OMG. Die kennen mich doch gar nicht. Also, der nicht so. Ja, danke. Huiuiui. So, und dann habe ich ja noch was vorgehabt. Und zwar dieses Flatter-Ding da, das da neben mir ist. Habe ich ja letztens aus der Kiste rausgezogen. Ja. Und ich habe jetzt fleißig Coins wieder gesammelt. Und deshalb gehen wir jetzt mal gemeinsam schon nach hinten zum Schmied und machen unser Viechle reitbar. Wir modifizieren das jetzt richtig krass. So, da ist der werte Hufschmied. Da ist unser Fisch das Fledermaus und die dämmen wir jetzt ein bisschen hier. Also als erstes wählen wir die mal aus. Wo haben wir sie denn? Da ist sie. Ich habe die endlich. Ich bin froh. Auf die habe ich echt schon lang gewartet. Wir werden sie als erstes mal reitbar machen. Wo bist du? Da. Ich kann jetzt auf dich drauf sitzen. Juhu. Allerdings kann ich noch nicht fliegen. Und da ich doch gern mal eine Runde fliegen tät,
mache ich die gute Fledermaus jetzt auch noch fliegbar. Die kostet die Eigenschaft kostet 2000 Coins. Zack. Aber ich hab's ja. Und weil das Ding Fisch das Fledermaus heißt und das nicht so schön ist, gibt man dem Ding jetzt noch einen anderen Namen. So, der Leder flattert das Ding rum und da das ja eigentlich gar keine echte Fledermaus ist, sondern eher so ein Flatterfisch, heißt das Ding jetzt Flatterfisch. Natürlich ist es passend zu mir, auch lila. Also der Flatterfisch ist natürlich auch hier YouTuber-Tipp. Und jetzt probiere ich das mal. Wie geht es mit Leertaste? Jawohl. Yay! Das sieht zwar ein bisschen komisch aus, wie das da an meinem Hinterteil schnüffelt. Aber egal, ich kann fliegen. Yay! Endlich! Das war eins von meinen lang erwarteten Ziele, endlich mal fliegen zu können. Allerdings geht es ein bisschen langsam, oder? Egal. Hauptsache fliegen. Juhu. Was passiert, wenn ich nichts mache? Dann gehe ich unter. Okay. Nun gut, ich habe mittlerweile tatsächlich echt fast alle Tiere. Habe auch noch die Kuh gezogen. Und somit fehlt mir eigentlich nur noch das Pferd und eben der Hase vom Oster-Event. Oder das Slime vom Irgendwas-Event. Aber hier, der Flatterfisch ist jetzt hier in meinem Besitz und außerdem auch, zack, die Kuh, die ich natürlich Kuh genannt habe. Wie sollte es anders sein? Ich meine, das ist jetzt eine kleine Anspielung auf IQ-Marathon, auf das, was ich mal Let's Played habe. Kann man gerne mal suchen, beziehungsweise ich kann es auch mal rechts oben verlinken, wenn das interessiert. Das ist ein ganz lustiges kleines Spielchen, wo es auch um Kühe geht. Deshalb heißt meine Kuh auch Kuh. Ha! Nun gut, während da im Hintergrund mein Flatterfisch weiter flattert, hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.